Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Mod namens Multi-Hotbar. Wenn ihr nach unten schaut, seht ihr, dass ich hier zwei Hotbars habe. Ich kann das Ganze auch noch erweitern auf bis zu vier Hotbars. Und es ist natürlich super praktisch, gerade wenn ihr große Dinge baut und nicht ständig hier die Items aus der Hotbar rausnehmen und austauschen wollt. Ich weiß es selbst ja auch, wir haben hier schon so viel gebaut, unter anderem hier die Hochhäuser, das war auch immer ein Riesenakt, wo man sehr oft hier in die Hotbar reingehen musste hier die Items tauschen und das nervt irgendwann dann auch. Deswegen denke ich, dass der Mod namens Multi-Hotbar hier auch sehr, sehr praktisch ist, gerade wenn ihr größere Gegenstände baut und ihr das einfach zügig machen wollt, ohne ständig Items zu tauschen. Worauf sollte man bei dem Mod achten? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Zunächst einmal habt ihr die Möglichkeit, zwischen der Hotbar hin und her zu wechseln. Dazu drückt ihr Alt, haltet Alt gedrückt und drückt die 2, dann seid ihr hier in Hotbar 2 oder die 1, dann seid ihr in Hotbar 1. Wenn euch jetzt die zwei Hotbars hier nicht reichen, dann könnt ihr das noch erweitern. Dazu drückt ihr Escape, geht hier in Mod-Option, Multi-Hotbar, Config und dann könnt ihr hier die Anzahl der Hotbars einstellen. Das geht auf bis zu 4. Ja? Dann drückt ihr hier wieder, ich weiß nicht, das ist ein bisschen verbuggt, aber das sollte nicht weiter schlimm sein. Dann auf fertig und jetzt seht ihr, habt ihr 4 Hotbars. Wenn ihr jetzt zwischen den einzelnen Hotbars wechseln wollt, ihr seht ja, ne, der Scrollprozess dauert sehr lange, dann könnt ihr hier Alt gedrückt halten und könnt auf die Art zwischen den Hotbars wechseln. Das ist jetzt Hotbar 4, Hotbar 3, 1 und 2. Ja? Dazu drückt ihr Alt und drückt dann die Nummern-Tasten 1, 2, 3 oder 4. So, auf die Art könnt ihr dann in die jeweilige Hotbar wechseln. Wenn wir jetzt zum Beispiel Hotbar 4, das wäre die hier oben, die hier, wenn wir die neu belegen wollen, dann gehen wir da rein, drücken dann E und dann können wir auch schon hier Items reinziehen und die liegen dann in Hotbar 4. Da sind die dann abgelegt. Das heißt, ihr greift immer auf die Hotbar zu, in der ihr euch gerade befindet. Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt sagen wir mal, wir wollen Hotbar 3 belegen, das heißt, ich drücke Alt und 3. So, dann sind wir da in dieser Hotbar drin und da können wir die neu belegen, ja, können die Items rausnehmen und so weiter und so fort. Es funktioniert ganz, ganz simpel. Was braucht ihr denn für die Installation des Mods? Das ist auch ziemlich simpel. Ich bin jetzt hier in der Minecraft-Version 1.10.2, das ist die neueste Version, in der Mod läuft. Ladet euch den Mod herunter, ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Und da alles, was ihr dann noch tun müsst, ist, ihr müsst die heruntergeladene Datei in den Mods-Ordner ziehen. Wenn ihr schon andere Mods mit Minecraft Forge installiert habt, dann sollte auch schon in euer Minecraft-Ordner ein Mods-Ordner angelegt sein. Da zieht ihr die heruntergeladene Datei rein. Das ist eine Char-Datei, das sollte also passen. Was ihr dann als nächstes tut, ist, ihr müsst natürlich Minecraft Forge installieren. Am besten die neueste Forge-Version für die 1.10.2. Und dann könnt ihr auch schon das Spiel starten und der Mod sollte bereits installiert sein. Und das seht ihr dann daran, dass ihr hier unten zwei Hotbars habt. Also wenn ihr den Mod installiert und startet ihn das erste Mal, habt ihr schon von Default an hier zwei Hotbars. Gut, und ansonsten gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Es ist ein kleiner Mod, der nicht sehr aufwendig ist, aber ich finde es trotzdem sehenswert, weil das ein Thema ist, was, glaube ich, viele ziemlich stört, dass die Hotbar so klein ist. Und auf die Art kann man dieses Problem eigentlich vollkommen beseitigen. Gerade wenn ihr große Gebäude baut und braucht viele Blöcke oder stattet aus. Ja, das ist ja auch ein ziemlich beliebtes Thema, das Häuser auszustatten. Und wenn man da eine große Vielfalt haben will, dann braucht man eben viele Items und die passen nicht alle hier in die Hotbar rein. Deswegen ist das ein sehr, sehr nützlicher Mod, der beim Bauen auch hilft. Natürlich ist das auch praktisch für den Survival. Da habt ihr nämlich auf die Art hier, ja, ihr seid ja hier ein bisschen limitiert, was die Anzahl der Fenster angeht. Und wenn ihr das alles in eine Hotbar zieht, dann habt ihr auch etwas mehr Speicherplatz in eurem Inventar. Das ist auch ganz cool. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Mod gefällt euch. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut und haut rein. Ciao.